Und jetzt beginnen wir mit unserem ersten Redner, Dr. Friedrich Nehring. Er ist geboren 1946, verheiratet und hat 5 Kinder und 6 Enkel. Von Beruf ist er Physiker und er ist Umweltaktivist seit 1988. Er ist Mitbegründer von 2 Bürgerinitiativen für Grundeinkommen und er stellt uns jetzt die Friedensinitiative Dresden vor. Liebe Friedensfreundinnen und Freunde, ich bin überwältigt, dass ihr alle da seid, so zahlreich erschienen. Ist gut so? Es steht schwer vorzumachen. Okay, gut. Danke. Ah, jetzt haben wir noch was gerichtet. Ich erzähle was über die Friedensinitiative Dresden. Die Friedensinitiative Dresden ist ein freiwilliger Zusammenschluss von derzeit 14 verschiedenster Vereine, Organisationen, Parteien und Einzelpersonen. Aus allen Erfahrungen der letzten 30 Jahre und der jüngsten Zeit haben wir verstanden, eine friedlichere und menschlichere Welt und ein hörbares Friedenssignal aus Dresden und sachsenweit, ebenso wie das ständige Suchen, die Mitbürger wie euch, die Frieden verinnerlicht haben, auch zum offenen Bekenntnis, zum Organisieren zu bewegen. Wir, die Friedensinitiative Dresden, haben eine Charta, die beginnt mit einem Satz, der Willy Brandt zugesprochen wird. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Diese Charta bindet unsere Arbeit an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und an das Gewaltverbot zwischen Staaten. Artikel 1 der UN-Charta und an das deutsche Grundgesetz Artikel 1 bis 20. Auch wenn wir Aktive ganz unterschiedlich sind und unsere unabhängigen Friedensgruppen im Detail unterschiedliche Ziele verfolgen, eins kann man sagen, wir halten uns alle an die Grundlagen in unserer Charta. Das gibt uns Sicherheit in den Abwägungsprozessen. In Grundrechts- und Menschenrechtsfragen unerlässlich als Demokraten zu agieren. Eine Reihe gelungener und auch weniger erfolgreicher Vorhaben machen uns Mut, unseren Weg weiterzugehen. Wir haben uns für die Entmonetarisierung der sächsischen zivilen Flughäfen eingesetzt, für die Freilassung von Julian Assange, für die Unterschrift Deutschlands unter das Atomwaffenverbot der UN, das von ICAN initiiert wurde, und vieles mehr. Selbst im Jahr 2020, in dem wir durch Corona vieles neu denken und umorganisieren mussten, haben wir jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um für den Weltfrieden Zeichen zu setzen. Am 23. Januar trafen wir den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer
vor einer Veranstaltung zu Frieden und Umwelt an der Frauenkirche Dresden und versuchten ihn von seiner falschen Strategie, Bundeswehr statt Braunkohle, abzubringen. Intensiv bereiteten wir uns auf den Protest gegen die heranrückenden US- und NATO-Soldaten im Großmanöver Defender Europe 20 vor, gegen Osten, ab März unter Corona- und Ausgangsbeschränkungen. Diese Arbeit war verteilt auf viele unserer Freundinnen und Freunde. Wir schrieben Briefe an alle Bürgermeister, Kommunalpolitiker sowie Pfarrer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Sachsen mit der Bitte, die Truppen nicht willkommen zu heißen und keine logistische Unterstützung zu leisten. Die Verleihung des Bautzner Friedenspreises am 29. Januar an Daniele Ganzer erfuhr durch uns Unterstützung und unseren ehrlichen Beistand für unsere Bautzner Friedensfreunde. Es wurde ein lebhaftes Treffen mit Freunden aus nah und fern. Mit einem offenen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, das Schlimmste verhindern, wendeten wir uns am 13. Februar an die Öffentlichkeit und baten, bei strategischen Überlegungen auch die deutschen und europäischen Friedenskräfte einzubeziehen und deren Interessen zu berücksichtigen. Ab 8. März kamen wir mit vielen Initiativen aus ganz Deutschland in Weißwasser zusammen, um gegen die sächsische friedensgefährdende Politik zu protestieren. Der Ministerpräsident stellte sich kurz den Meinungen der Demonstranten, der Demonstrationsbesucher, um dann gleich danach in der Eissporthalle die Defender-Truppen willkommen zu heißen. Aus Etatmitteln wurden kostenloses Eislaufen und eine US-Militärkapelle gesponsert. Ein neues Tor in der gesamtdeutschen Friedensbewegung haben wir am 2. Dresdner Friedenspodium im Koselpalais am 14. März zum Thema Sicherheit neu denken aufgestoßen. Dem Projektleiter Ralf Becker im Auftrag der Landeskirche Baden gelang es, uns für dieses über Jahrzehnte geplante gemeinsame Vorhaben von Kirchen und Zivilgesellschaft aufzuschließen und für Sachsen eine gewisse Initiativrolle zu übernehmen. Der Ostermarsch am 13. April fand voll unter Corona-Bedingungen statt. Internetchat, Audiokonferenzbeitrag, Luftballons mit kleinen Botschaften ließen wir aufsteigen und verteilten Anhefterbotschaften in der Stadt. Unsere große Sorge besteht darin, dass noch ehe wir rechte Abrüstungsschritte und Exportreduzierungen erreicht haben, die Karawane schon weiterzieht. Neueste Technologien schaffen ständig neue Risiken für Mensch und Natur. Höchste Wachsamkeit ist geboten. Dem tragen wir Rechnung mit unseren Forderungen und der Petition einer Bürgerinitiative an den Stadtrat und den Oberbürgermeister nach voller Transparenz und Mitsprache beim 5G-Mobilfunkausbau in Dresden. Auch arbeiten wir an einem Aufklärungsvideo zum Mobilfunk. Die abscheuliche Politik der EU und der Bundesregierung, einen neuen kalten Krieg gegen Russland zu inszenieren, um dem entgegenzuwirken, ist für uns Herzensangelegenheit, die wir mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nation am 8. Mai am sowjetischen Ehrenmal zum Ausdruck brachten. Den Befreiern der Stadt Dresden vom Hitlerfaschismus schulden wir es, gerade in der Gegenwart jegliche neue Versuche einer Feindschaft im Keime zu ersticken. Den Befreiern der Stadt Dresden vom Hitlerfaschismus schulden wir es, gerade in der Gegenwart jegliche neue Versuche einer Feindschaft im Keime zu ersticken.
Dem diente auch unsere aktive Beteiligung an den Mahnwachen zum Gedenken an, die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. Gemeinsam mit Friedensaktivisten in Cottbus nahm eine Dresdner Delegation an den dortigen Demonstrationen teil, ebenfalls um aus Gedenken Verpflichtungen abzuleiten. Gegen die aktuellen Tendenzen politischer Eliten, Protest gegen fehlorientierte Politik nicht nur totzuschweigen, sondern zu diskriminieren, haben wir dem Ministerpräsidenten Kretschmer eine Denkschrift gegen die Aushebelung des Versammlungsrechts und gegen die Behinderung der Menschenrechte in der Corona-Zeit überreicht. Und wir fordern als Nichtregierungsorganisation Beteiligung im politischen Abwägungsprozess. Augenscheinlich ist für uns, dass Traditionslinien der weltweiten Friedensbewegung, wie zum Beispiel der Weltfriedenstag, aus dem Gedächtnis der Bevölkerung gelöscht werden soll. Dem haben wir uns mit einer gemeinsamen Mahnwachenwoche hier auf dem Gomadai-Platz bis heute entgegengestellt. Und diese findet heute und hier ihren Abschluss. Wie wir es gewöhnt sind, nahmen an den Mahnwachen nicht Hunderte teil, sondern haben wir hundertfach bei vorübergehenden Passanten wenigstens kurzzeitig wieder an das Wichtigste in unserem Leben erinnert. Mit den Anwesenden hatten wir einen anregenden Gedankenaustausch und vielfältige Vorschläge für die weitere Arbeit. Nachlesen könnt ihr über den Inhalt dieser Versammlungen auf unserer Internetseite, die heißt friedendresden.de, also Frieden Dresden ist ein Wort, oder auf Facebook. Liebe Freundinnen und Freunde, die Weltuntergangsuhr war noch nie so nah an 12. Sie steht auf 100 Sekunden davor. Der heutigen Kundgebung und euch allen wünsche ich mehr denn je Frieden, interessante Einsichten und Ideen, neue Kontakte und viel Spaß mit den nun folgenden Beiträgen und Angeboten.